Hi. Ich schätze mal, du hast nach Paartherapie in Hamburg gesucht oder Paarberatung in Hamburg gesucht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest oder nicht, aber also 2018 haben etwa 6.000 Leute geheiratet. Und 2.000 Leute suchen jeden Monat etwa nach Paartherapie in Hamburg. Das heißt, du bist nicht alleine. Es gab viele Leute, die da waren, wo du jetzt bist. Und es gibt viele Leute, die da durchgegangen sind, wo du durchgehst. Ich selber hatte tatsächlich auch eine Beziehung, wo ich mich super glücklich gefühlt hatte. Und ich dachte mir, okay, ich bin halt intelligent und ich habe eine gute Ausbildung, gerade im Bereich Paartherapie und Paarberatung. Ich würde es schaffen. Das Ding ist, es gibt einfach bestimmte Momente, wo ich mich machtlos fühle, wo ich mich hilflos fühle, wo ich mich sprachlos fühle, wo meine Kommunikation nicht durchkommt, wo das Vertrauen irgendwie kaputt gegangen ist und dass man nicht mehr das wiederherstellen kann. Es gibt Momente, wo die Liebe einfach weg ist oder diese Spannung einfach raus ist. In diesen Momenten versuche ich nicht selber an mir rumzufummeln. Es ist so, auch wenn ich der beste Augenchirurg wäre, würde ich mich nicht betäuben und an meinen eigenen Augen herumfummeln. In diesen Momenten fehlt dir auch die Klarheit oder die Gewissheit. Es ist so, als würde ich einfach ohne, wie gesagt, auch wenn ich jetzt irgendwie die Ausbildung habe, auch wenn ich der beste Chirurg bin, da würde ich mich nicht betäuben und ohne klar zu wissen, was da jetzt hier los ist, einfach meinen Bauch aufschneiden. Das ist, ja, das kann nicht gut gehen. Erst wenn ich tatsächlich diese Hilflosigkeit oder Machtlosigkeit beseitigt habe, dann kann ich natürlich alles, was ich dann kann, auch wieder einsetzen. Aber vorher eben nicht. Und genau diese Sachen sind das, warum es einfach ein Paartherapeut interessant macht. Trotzdem gibt es viele Leute, die sagen, okay, ich war schon beim Paartherapeuten, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Warum ist das so? Weil ich denke mal, es gibt verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Nehmen wir an, ich würde mein Auto zum Werkstatt bringen. Und der Werkstattmeister sagt, okay, ich habe jetzt eine Stunde an Ihrem Auto repariert, nehmen Sie es wieder mit, das ist noch kaputt. Kommen Sie nächste Woche zurück, wir gucken einfach, was wir da machen können. Das heißt, innerhalb von einer Stunde habe ich gar nicht die Möglichkeit oder die Zeit, einfach in die Tiefe reinzugehen und einfach die Sachen einfach genauer anzugucken und dann das Auto zu reparieren und wieder zurückzubringen. Bei meinem Auto würde ich bei dem Werkstattmeister das nicht tolerieren. Und bei meiner Beziehung, wo es um Kinder geht, wo es um Liebe geht, wo es um das geht, was für mich in dem Moment am wichtigsten ist, da will ich es gar nicht riskieren. Daher mache ich eben auch in den Sitzungen so, dass wir einfach einige Vorbereitungen machen, aber dann jede einzelne Person 2, 3 volle intensive Tage in Sitzung gehen, wo dann einfach Enttäuschungen, Probleme, Schuldgefühle und so weiter alles bereinigen. Auch diese Hilflosigkeit und diese Machtlosigkeit beseitigen, sodass die Person sich selber helfen kann, aber auch die Situation wieder bereinigen kann. Erst dann kümmern wir uns tatsächlich um die Kommunikation, dass wir einfach neue Brücke aufbauen, neue Ziele herausfinden, wo wir dann einfach genauer herausfinden, ob die Beziehung irgendwie halt ja, zusammenpasst oder es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir überhaupt das angefangen haben. Und ich denke mal, beide Lösungen sind eine gültige Lösung, weil das Ding ist halt, ich will euch nicht hypnotisieren, so dass man irgendwie halt zwanghaft immer die ganze Zeit zusammenbleiben muss oder zwanghaft auseinandergeht. Manchmal ist es auch tatsächlich so, dass der eine Partner unbedingt weg will und der andere möchte unbedingt da bleiben. Es ist teilweise so, als würden zwei Leute sich gegenseitig umarmen und in der Zeit haben sie sich vielleicht auseinander entfernt, sodass da einfach so zueinander stehen, so umarmt. So, das ist natürlich sehr anstrengend, so zu bleiben. Wenn aber der eine loslässt, dann können auch beide auf die Schnauze fallen. Das heißt, die Lösung ist im Endeffekt, beide wieder auf eigenen Beinen stehen zu lassen. Jetzt kann ich einfach eine Entscheidung haben, wo ich dann sage, okay, hier, wir gehen auseinander oder wir bleiben zusammen. Unabhängig davon gibt es in der Definition von Hilfe gibt es einfach viele verschiedene Faktoren, die Hilfe unmöglich machen. Und zwar übergeordnet gibt es manchmal falsche Vorstellungen, was Hilfe tatsächlich bedeutet. Wenn man viele Leute fragt, was ist Hilfe, dann sagt er, Hilfe ist zur Selbsthilfe. Oder Hilfe ist es, wenn ich irgendwie halt nichts dafür zurückerwarte. Ich mache mal zwei Beispiele, die einfach klar machen, warum das sinnlos ist oder keinen Sinn macht.
Nehmen wir an, ich bestelle eine Putzfrau oder einen Gärtner. Und er sagt, okay, ich bin eigentlich hier, um Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das will ich natürlich nicht. Ich habe den Gärtner bestellt, damit er meinen Garten macht und nicht mir Hilfe zur Selbsthilfe beibringt. Oder eine Putzfrau. Klar, kann ich auch selber putzen, aber ich will keine Hilfe zur Selbsthilfe, sondern ich will, dass die Putzfrau einfach putzt. So, wie würde es denn aussehen, wenn ich einfach ohne Gegenleistung eine Hilfe erwarte? Das heißt, die Putzfrau kommt, putzt und geht nach Hause. Wie lange würde man das machen? Selbstverständlich, wenn ich die Hilfe von ihr bekommen habe, dann unterstütze ich sie auch, indem ich einfach Geld bezahle. Oder wenn ich den Gärtner bestellt habe, dann kommt er und er hilft mir und ich möchte ihm auch irgendwie helfen. So, wenn ich jetzt die Putzfrau bestelle, die kommt vorbei und ich gebe ihr nur Geld, lasse sie nicht putzen und gehe zurück. Das ist vielleicht einseitig, das ist vielleicht, klingt so edel, aber das können wir nicht lange machen. Sie fühlt sich vielleicht irgendwie wie ein Bettler und ich fühle mich vielleicht wie ausgenutzt. Auf der anderen Seite, wenn sie vorbeikommt und putzt und ich bezahle sie nicht, dann fühlt sie sich vielleicht ausgenutzt oder ich fühle mich irgendwie schlecht, sie nochmal zu fragen, ob sie mir einfach helfen kann. Das heißt, Hilfe kann tatsächlich sich schlecht anfühlen, wenn ich einfach eine falsche Definition davon habe. Wenn ich denke, okay, das ist irgendwie halt ohne Gegenleistung sein muss oder halt zur Selbsthilfe sein muss. Eine gute Definition von Hilfe habe ich gefunden in Warich. Da steht, Hilfe ist jemand zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller oder einfacher erreichen kann. Hilfe ist jemand zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller oder einfacher erreichen kann. Diese Definition zeigt uns noch zwei, drei andere Faktoren, warum Hilfe versagen kann. Und zwar, seine Ziele und seine Ziele. Wenn ich nicht seine Ziele betrachte, dann wird es schwierig, dass wir am selben Strang ziehen. Also für die Therapie ist es einfach wichtig, dass wir einfach gemeinsame Ziele finden, zwischen dem einen Partner, zwischen dem anderen Partner und zwischen mir, sodass wir einfach wissen, okay, wir ziehen alle gemeinsam am selben Strang. Ansonsten will einer nicht mitmachen. Ich habe da mal in einem Drogeninstitut gearbeitet, in Schweden. Und da gab es einen, der hatte 10 Jahre Heroin genommen. Ich habe ihn gefragt, okay, wie kann ich dich unterstützen? Hilfe ist, jemanden zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller, einfach erreichen kann. Er sagte, besorg mir Heroin. Das heißt, Heroin war nicht das, was er loswerden wollte, das war seine Lösung. Wenn ich ihm jetzt irgendwie Heroin weggenommen hätte, dann hätte ich seine Ziele nicht unterstützt. Das hätte er nicht Hilfe genannt. Wenn ich ihm jetzt Heroin gegeben hätte, hätte ich meine Ziele oder meine Werte nicht unterstützt, weil Heroin ist für mich einfach eine Lösung, die mir Probleme schafft. Die meisten Leute, wenn sie so vor so einem widersprüchlichen oder nicht übereinstimmende Zielsetzung irgendwie halt stehen, dann fragen sie, warum? Warum willst du denn Heroin nehmen? Mit diesem Warum bekomme ich einfach mehr Aufmerksamkeit auf diese falsche Lösung. Jetzt versucht er mir einfach Rechtfertigung zu bringen oder Gründe zu bringen, warum Heroin das Richtige ist. Da will ich aber nicht hin. Das Warum lenkt die Aufmerksamkeit auf etwas, wo ich nicht hin will. Und das würde es nur festigen. Das heißt, ich würde unter keinen Umständen, wenn ich etwas nicht unterstützen will oder nicht irgendwie halt festigen will, dann würde ich nicht nach Warum fragen. Was ist aber halt tatsächlich die Lösung? Das Ding ist halt, er nimmt ja nicht Heroin, um Heroin genommen zu haben. Damit könnten wir übereinstimmen. Der nimmt Heroin, um eine übergeordnete Zielsetzung zu erreichen. Also habe ich ihn gefragt, okay, wenn du Heroin nimmst, was willst du damit erreichen? Und er sagte mir, wenn ich Heroin nehme, dann habe ich das Geratter im Kopf nicht mehr, ich habe diese Schmerzen im Körper nicht mehr. Und jetzt hatten wir eine übergeordnete Zielsetzung, wo wir beide am selben Strang ziehen könnten. Ich konnte ihm helfen, dass er seine Geratter im Kopf wegbekommt und seine Schmerzen am Körper wegbekommt, ohne dass er Heroin nehmen braucht. Und damit konnte er mir natürlich ein anderes Problem lösen. Der ist immer im Laden gegangen, hat Gillette Mach 3 geklaut. Das ist so ein Rasierer, der leicht zu klauen war und teuer zu verkaufen war, damit er Geld hatte, damit er einfach sein Heroin besorgen kann. Das braucht er auch nicht. Und er war einer der wenigen, der nicht versteckt noch auf der Toilette Heroin genommen hat.
weil wir übergeordnete Ziele gefunden hatten, wo wir beide am selben Strang gezogen haben. Das heißt, seine Ziele sind wichtig, wenn es Hilfe genannt werden soll. Der nächste Punkt ist seine Ziele, weil sehr viele Leute verwechseln Ziele oder helfen, denken sie, wäre es, wenn ich die Probleme von jemandem wegnehme. Nehmen wir an, du spielst mit jemandem Schach und ich komme und sage, okay, ja, hier, guck mal, ich sehe, du hast ein Problem, mach mal den Turm jetzt hier hin und dann spring ja hier hin und sagst, Moment mal, mein Ziel ist zu spielen, mein Ziel ist nicht, das Problem zu lösen. Das heißt, diese Probleme, die man hat in dem Moment, das ist das, was ein Spiel ausmacht. Das ist das, was diese Freude und diese Spannung erzeugt. Stell dir vor, Leute wollen Fußball spielen und die haben keine gegnerische Mannschaft. So, die können ohne Probleme Tore schießen. Wie lange würden sie das machen? Das wird irgendwann langweilig. Und das kann natürlich auch in den Beziehungen passieren, dass ich dann irgendwie versuche, meinen Partner zu helfen und einfach die Probleme wegnehme und so weiter. Und die Beziehung wird immer weniger spannend. Oder ich fühle irgendwie halt, die Hilfe wird aufgezwungen. Das mag ich nicht. Oder irgendwie solche Sachen. Oder das kommt irgendwie aus der Balance raus und so weiter. Ich fühle mich irgendwie halt nicht, ja, gebraucht oder wertgeschätzt. Bei diesem Fußballspiel, was wir jetzt gerade angeguckt haben, ist es natürlich wichtig, dass ich eine Gegenspieler oder Gegenmannschaft habe. Wenn diese Gegenmannschaft irgendwie zu schwach ist und ich immer gewinne, habe ich auch keine Lust mehr. Wenn ich immer verliere, habe ich auch keine Lust mehr. Das heißt, ich brauche einen Gegenspieler, wo ich dann mal gewinne, mal verliere und so weiter. Und das bringt einfach diese Spannung rein. So, das heißt, halten wir fest. Hilfe ist, jemanden zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller, einfacher erreichen kann. Es ist wichtig, dass man optimalerweise einfach die Ziele, also übergeordnete Ziele findet, wo alle am selben Strang ziehen können. Dass wir nicht irgendwie die Balance auseinanderbringen oder dass wir einseitig helfen, weil wir denken, okay, hier, ne, bei Hilfe müsste ich irgendwie nichts zurück erwarten. Dass wir nicht die Probleme von jemandem wegnehmen, sondern seine Ziele unterstützen. Wenn wir diese Sachen beachten, dann kann Hilfe Freude machen. Machen wir ein Beispiel, damit du einfach irgendwie halt selber irgendwie halt spüren kannst, wie sich das bei dir selber anfühlt und ob das überhaupt stimmt, was ich sage, oder mit dem realen Leben irgendwie irgendwas zu tun hat. Nehmen wir an, oder kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, wo du jemanden gemocht hast, ihm helfen wolltest, die Ziele kanntest, diese Ziele unterstützt hast, die Person hat es schneller, besser oder einfacher erreicht und du hast eine Gegenleistung bekommen. Wenn es unter Freunde ist, dann ist manchmal die Gegenleistung sowieso schon irgendwie halt geregelt, dass man dem Freund hilft, manchmal zurück. Oder wenn es bei der Arbeit ist, du hilfst und du kriegst einfach Geld, das macht auch irgendwie auch Sinn. Oder halt, wenn es das eigene Kind ist, dann freust du dich, dass dein Kind auch irgendwie irgendwas geschafft hat und sich gefreut hat. Kannst du dich jetzt irgendwie an einen Moment erinnern, wo du jemanden Hilfe nach dieser Definition geleistet hast, also die Ziele kanntest, unterstützt hast, die Person hat es schneller, besser, einfacher erreicht und einfach eine Gegenleistung gebracht hat? Kennst du so einen Moment? Wie hat sich das bei dir angefühlt? Die meisten Leute sagen, ich fühlte mich wertgeschätzt, ich fühlte mich gut. Noch wichtigere Frage ist, hat euch diese Situation einfach näher gebracht oder eher weiter voneinander entfernt? Vor allem, wenn zum Beispiel eine größere Herausforderung überwunden habt. Das heißt, ihr habt irgendwie gemeinsame Ziele gehabt und ihr habt einfach gemeinsam eine Herausforderung überwunden. Hat es euch näher zueinander gebracht oder eher auseinander? Okay. Wie sieht das jetzt zum Kontrast zu diesem Moment, wo man einfach jemandem hilft, von diesem Gefühl sozusagen? Wie sieht das denn aus, wenn du versucht hast, jemandem zu helfen und er hat gesagt, ja, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich mache das selber alleine oder du hast versucht zu helfen und das hat nicht funktioniert. Wie hast du dich da gefühlt? Die meisten Leute sagen, ich war frustriert, ich fühlte mich nicht wertgeschätzt oder nicht gebraucht. Wichtiger noch, es fühlte sich so, als würde ein Abstand zwischen uns entstehen. Ja, mach doch mal alleine, wenn du willst. Ich kam damit zurecht, aber das schafft einfach einen Abstand.
Das heißt, Hilfe ist ein wichtiges Bedürfnis sozusagen, weil man sich jetzt einfach danach schlecht fühlt. Viele Leute sagen auch, ich helfe gerne, aber ich habe Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen. In dem Moment, wo du dich schlecht fühlst, Hilfe anzunehmen, erzeugst du bei der anderen Person genau diese unangenehmen Gefühle. Der fühlt sich frustriert, der fühlt sich nicht wertgeschätzt, nicht gebraucht. Und du schaffst damit einen bestimmten Abstand zwischen euch. Das heißt, es ist total wichtig, dass ich einfach gerne helfe, aber auch gerne Hilfe annehme. Das ist so fest verankert, dass ich das irgendwie auch schon bei meinem Kind sehe, ein 3-3,5-jähriges Kind. Wenn ich ihm nicht erlaube, mir zu helfen, wenn ich zum Beispiel die Spülmaschine einräume, dann schmeißt er sich auf den Boden und ist total verärgert und ich mag mich nicht und so weiter. Das ist schon da irgendwie halt mit einprogrammiert. Das funktioniert aber auch, ich habe zum Beispiel meine Mutter, mag ich total gern. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, wenn sie mir helfen wollte, sie hat ja auch das Bedürfnis, ihrem Sohn zu helfen, dass ich gedacht habe, ja, ich kann doch besser Deutsch, ich habe einfach mehr Ressourcen, sie ist doch ein bisschen älter, dann kann ich ihr helfen, aber ich brauche doch nicht ihre Hilfe. Das hat einfach einen Abstand zwischen uns geschafft. Und was ich dann einfach gemacht habe, ist zum Beispiel, als ich jetzt die neue Praxis irgendwie aufgemacht hatte, da habe ich dann überlegt, wie könnte ich einfach tatsächlich meine Mutter nach irgendwas fragen, was mir helfen könnte? Sie kennt sich aus mit Ästhetik und solche Sachen. Also habe ich sie gefragt, okay, was fällt dir ein? Was fällt dir was ein, was ich irgendwie halt machen kann, damit es einfach hier schöner aussieht? Dann meinte sie, stell mal die Blumen irgendwie halt an der Lampe, dann sieht das einfach schöner aus. Sie fühlte sich wertgeschätzt, sie war weniger frustriert. Wir fühlten uns einfach näher aneinander. Und das ist ein ganz mächtiges Werkzeug, wenn du so willst, wenn es darum geht, einfach Leute zusammenzubringen. Eine Sache, was noch eine Rolle spielt, gerade in diesem Zusammenhang, ist, manche Leute denken sich, ich wäre bedürftig oder die haben einfach einen falschen Stolz, warum sie dann einfach nicht nach Hilfe fragen wollen oder können. Wenn ich ganz kleine Ziele habe, was weiß ich, zum Beispiel ein Bettler, sein Ziel ist, 2 Euro von mir zu bekommen. Der hat ganz kleine Ziele, ich kann einfach sehr schnell helfen, sagen, okay, hier, da hast du 2 Euro, dann ist es froh und dann ist es vorbei. Wenn aber jemand größere Ziele hat, zum Beispiel Elon Musk, der will jetzt auf dem Mars, da kann ich ihm nicht mit 2 Euro helfen. Der möchte Millionen oder Milliarden. Und die Tatsache, dass seine Zielsetzung so groß ist und diese Herausforderung, wenn du so willst, so groß ist, bringt er einfach viel mehr Leute zusammen. Der braucht natürlich die Hilfe von den besten Ingenieuren. Der braucht einfach Unmengen an Gelder, an Ressourcen und so weiter. Und das macht allen mehr Spaß und das bringt die Leute auch mehr zusammen. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich stark bin, wenn ich größere Ziele habe, dann sollte ich einfach die Hilfe von viel mehr Leuten erfragen, damit ich ihnen eine Freude machen kann. Macht das Sinn? Okay. Okay. Das heißt, Hilfe ist, jemanden zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller oder einfacher erreichen kann. Und am besten ist es natürlich, wenn wir alle am selben Strang ziehen und in dieselbe Richtung wollen. Erst dann, wenn Hilfe tatsächlich geklärt ist, dann macht es überhaupt Sinn, sich Gedanken zu machen über den nächsten Punkt. Kontrolle. Das Ding ist halt, wenn ich dir zum Beispiel sage, kann ich dir ein Messer in den Bauch stecken? Dann sagst du, nee, wozu? Wenn ich sage, kann ich dich betäuben? Dann sagst du, nee, was soll das? Erst dann, wenn die Ziele klar sind, wenn ich weiß, dass du mir wie helfen willst, weil du zum Beispiel ein Chirurg bist oder sowas, dann sage ich, okay, hier, ne, schneide mich auf, betäube mich und habe bitte genug Kontrolle, was du tatsächlich in meinem Bauch machst. Das heißt,
Kontrolle wäre es erst dann überhaupt interessant. Bei unserem Fall mit dem Heroinsüchtigen ist es natürlich auch ganz eigenartig, wenn ich dann einfach versuche, Kontrolle aufzuzwingen. Das fühlt sich einfach komisch an. Das kann wie Machtmissbrauch kommen oder Manipulation oder irgendwie sowas. Machtmissbrauch wäre dann, wenn ich zum Beispiel einfach sage, okay, ich bin der Therapeut, ich nehme mir einfach die Drogen weg. Und das hilft ihm nicht. Oder halt Manipulation, wenn ich ihm sage, okay, hier, ich gebe dir 2000 Euro, wenn du da jetzt hier aufhörst mit den Drogen. Das kann nicht nachhaltig bleiben. Das heißt, bei der Kontrolle geht es einfach darum, hat die Person, die mir jetzt helfen will, nur dann, wenn er mir tatsächlich helfen will, meine Ziele kennt und so weiter, hat er genug Kontrolle auch über sich selbst. Wenn ich jetzt den Chirurgen sehe, dass er irgendwie halt keine Kontrolle hat über seine Hände, dann werde ich sagen, nee, Moment mal, ich glaube, ich lasse mich erstmal nicht von dir operieren. Kontrolle kommt aber nicht ganz alleine. In dem Moment, wo ich merke, dass die Person irgendwie halt keine Kontrolle hat über seine Aufmerksamkeit, über seine Gedanken, über seine Emotionen, über seine Verhalten, dann vertraue ich ihm auch nicht so ganz. Es ist mir auch nicht klar, was er jetzt irgendwie halt vorhat. Oder ich habe auch keine Gewissheit. Es wird einfach schwierig, ihm nachher dann einfach die Verantwortung zu geben. Er wird nicht mehr der Entscheider sein. Oder der Chef. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn er keine Klarheit hat oder Gewissheit oder genug Vertrauen hat, wie er das jetzt machen soll, wird er natürlich auch nicht so viel Kontrolle haben, was er macht. Und er wird sich natürlich nicht so verantwortlich fühlen, weil er das ja einfach nicht kennt. Manchmal ist es halt auch so, wenn jemand nicht so verantwortlich ist, wird er natürlich auch nicht so jetzt die Kontrolle übernehmen. Und dann kann ich auch nicht so viel Vertrauen schenken. Das heißt, diese alle drei Punkte sind sehr eng miteinander verbunden. Und jedes Mal, wenn eine kaputt geht, gehen die anderen kaputt. Und jedes Mal, wenn das eine kaputt geht, gehen die anderen auch kaputt. Und so haben wir eine Spirale, die sich einfach immer wieder verschlimmert. Das Schöne an diesem Dreieck ist, dass wenn eine Straße existiert, wo die Spirale sich in eine Richtung bewegen kann, dann kann ich dieselbe Straße, die ich in die Richtung bewegen kann, kann ich auch irgendwie so mich umdrehen und einfach dieselbe Straße in die andere Richtung bewegen. Das heißt, ich könnte theoretisch auch wieder die Spirale nach oben bewegen. Es ist wichtig natürlich, irgendwie halt, dass der Paartherapeut auch genug Kontrolle hat über seine eigene Aufmerksamkeit, über seine eigenen Gedanken, eigene Emotionen, eigene Verhalten. Aber das ist auch in der Beziehung wichtig. Das heißt, wenn eine Person mal irgendwie sich machtlos fühlt, dann fühlt er sich auch nicht verantwortlich. Es ist ihm auch ein bisschen weniger klar oder hat weniger Klarheit oder Gewissheit über die Beziehung oder hat weniger Vertrauen in sich selbst oder in dem anderen. Das heißt, dadurch, dass wir dieses Dreieck jetzt kennen, hätten wir auch tatsächlich ein Werkzeug, wie wir das Vertrauen verbessern können, die Verantwortlichkeit verbessern können, die Entscheidungsfreiheit verbessern können, aber auch die Kontrolle, die die Person hat, erhöhen können und dadurch verringert sich die Machtlosigkeit. Das ist das Hauptdreieck, womit ich mich hauptsächlich beschäftige. Das heißt, ich versuche, diese Hilflosigkeit zu minimieren, diese Machtlosigkeit auch zu minimieren, dadurch, dass ich einfach mehr Kontrolle zurückgebe, sodass jeder sich auch tatsächlich am Ende auch mehr helfen kann und einfach mehr die Situation verändern kann. Die Tatsache, dass wenn ich irgendwie die Kontrolle verliere über meine Aufmerksamkeit,
Ist auch eine ganz wichtige Sache. Denn stell dir vor, du hast einfach in einem Moment die Kontrolle über deine Aufmerksamkeit verloren. Irgendjemand versucht zu dir zu sprechen, du bist abgelenkt. Dann kommt die Person sich so vor, als würde bei dir nicht durchkommen. Oder umgekehrt, du versuchst mit jemandem zu sprechen und die Person hat irgendwie seine Kontrolle über seine eigene Aufmerksamkeit verloren. Du kommst nicht durch. Vielleicht geht die Aufmerksamkeit auf bestimmte andere Gedanken, die sie mal hatte. Und verbindet das, was du sagst, mit irgendwas anderem. Oder die emotionalen Reaktionen sind außer Kontrolle. Die kommen einfach irgendwie hoch und du denkst, was passiert jetzt hier mit mir selber? Oder was ist denn mit ihr los? Kennst du solche Momente? Es ist also deutlich besser, wenn ich einfach meine Kontrolle einfach vergrößere, meine Entscheidungsfreiheit vergrößere, aber auch mein Vertrauen tatsächlich vergrößere. Und das ist das, was ich in der Sitzung erreichen will. Und mit jedem einzelnen Bereich, in einzelnen Phasen sozusagen, erhöhen wir jedes einzelne von diesen Sachen. Weil dann, wenn ich einfach meine Aufmerksamkeit auf dich richten kann und einfach für dich da sein kann, das ist das, was die meisten sich wünschen, dann können wir über den nächsten Punkt sprechen. Und das ist Kommunikation. Kommunikation ist einfach manchmal diese Verbundenheit oder dieser Austausch von Ideen und Vorstellungen. Und der kommt auch nicht ganz alleine. Und zwar deswegen, wenn ich jemanden zum Beispiel nicht mag, dann höre ich ihm nicht genau zu. Dann kann ich auch nicht mit ihm irgendwie sehr gut übereinstimmen. Der sagt, okay, hier, willst du das Glas Wasser? Dann sage ich, was? Du willst mir auch noch schon vorschreiben, ob ich jetzt ein Glas Wasser trinke oder nicht? Das heißt, Kommunikation und Liebe oder Nähe oder aber auch emotionale Reaktionen, die ich einfach in Bezug auf jemanden habe, die hängen sehr eng miteinander zusammen. Auf der anderen Seite die Wahrnehmung. Oder halt die Übereinstimmung. Die ich mit jemand habe, hat sehr eng miteinander zu tun. Wie gesagt, wenn ich jemanden zum Beispiel nicht mag, dann kann es sein, dass ich nicht so gerne mit ihm übereinstimme. Und dadurch habe ich einfach Schwierigkeiten, mit dem in Kommunikation zu gehen. Wenn ich zum Beispiel meine eigene Übereinstimmung mit mir selber gebrochen habe. Ich habe einfach etwas gemacht, was ich nicht für richtig halte. Ich habe mit jemandem Sex gehabt, obwohl ich das nicht haben wollte, oder ich habe Sex gehabt mit jemandem, obwohl ich das nicht haben wollte. Dann geht die Kommunikation mit mir selber ein bisschen kaputt und ich mag mich selber nicht so sehr. Und dann muss ich theoretisch einfach diese Liebe von jemand anders bekommen, was es aber nie ergänzen wird. Manchmal ist es auch so, dass die Kommunikation einfach abgebrochen wurde. Jemand spricht nicht, antwortet nicht oder hört nicht zu, weil einfach die Aufmerksamkeit nicht unter Kontrolle ist. Dann mag ich das nicht. Und die Übereinstimmung, die wir haben, wird schwieriger. Ich kann vielleicht auch nicht wahrnehmen, was er jetzt wirklich tatsächlich sagen will. Dieses Dreieck wie das andere Dreieck erzeugt auch so eine Spirale, wo jedes Mal, wenn das eine kaputt geht, das andere auch kaputt geht. Hast du selber solche Erfahrungen gemacht oder kannst du das irgendwie ausdenken, dass du das irgendwie halt auf Leben beziehen kannst? Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich zum Beispiel
mit meiner Aufmerksamkeit irgendwie nicht da war, die Kommunikation kaputt gegangen ist, die Situation außer Kontrolle geraten ist und ich mich einfach hilflos fühle und einfach nicht mir selber helfen kann oder in der Situation meinem Partner nicht irgendwie helfen kann. Es gibt bestimmte Lösungsansätze, die einfach mehr Probleme schaffen, genauso wie der Heroin bei dem Heroinsüchtigen. Was wir jetzt gerade besprochen haben, sind praktisch irgendwie halt meine Ziele für die Therapie. Und ich denke mal, das sind übergeordnete Zielsetzungen, die für jeden Einzelnen interessant ist. Weil ich sehe manchmal einfach die Beziehung oder die Probleme in der Beziehung als eine Art von Persönlichkeitsentwicklungsbooster. Die Notwendigkeit dafür, dass man an sich selber arbeitet, einfach mehr Kontrolle über den eigenen Aufmerksamkeit oder Gedanken oder Gefühle oder Verhalten oder was auch immer verbessern kann. Weil dadurch verbessere ich ja nicht nur diese eine Beziehung, sondern meine Beziehung zu mir selber, zwischen meinem Kopf und Herz und meine Übereinstimmung mit mir selber. Aber auch zum Beispiel bei der Arbeit, da steigt auch natürlich meine Kontrolle und Entscheidungsfreiheit und meine Klarheit und Gewissheit. Aber auch mit meinen Freunden. Das heißt, das baut sich einfach in allen Bereichen auf. Was passiert denn generell, wenn ich einfach unterhalb von dem Punkt Hilfe runterrutsche? Die meisten Leute, wie gesagt, verwenden Lösungen, die einfach mehr Probleme schaffen. Und das fängt normalerweise an, indem man einfach versucht, vielleicht irgendwie halt zu nörgeln, sich selber Schuld zu weisen und dem anderen Schuld zu weisen. Schuldzuweisung ist das nächste, was kommt. Das ist unterhalb von Hilfe, deswegen würden Schuldzuweisungen auch nie helfen. Du bist schuld. Ich bin schuld. Das hast du gemacht. Das habe ich gemacht. Alle diese Geschichten, die sind Gift für die Beziehung, aber auch Gift für einen selber. Und helfen definitiv nicht. Also alles unterhalb von Hilfe ist etwas, was nicht hilft. Und das ist auch das, was ich nicht so gerne unterstütze. Das heißt, wenn Paare zu mir kommen und sagen, ja, hier, mein Mann hat das und das und das und das gemacht und der ist schuld und der ist schuld, der ist schuld. Oder ich hätte selber irgendwie halt das anders machen sollen und ich bin selber schuld, selber schuld, selber schuld. Oder halt Schwiegermutter ist schuld oder Arbeit ist schuld oder die Kinder sind schuld oder finanzielle Berater. Diese ganzen Sachen, da habe ich einfach Schuld zugewiesen, aber ich habe irgendwie noch keine Hilfe erreicht. Wenn ich das lange genug mache, kann es irgendwie halt sein, dass ich sage, okay, hier, na, du bist schuld. Deswegen muss ich mich zurückziehen, damit du mir nicht mehr wehtust. Oder ich bin schuld. Ich halte lieber meinen Mund. Ich will dir nicht noch mehr wehtun. Das heißt, das nächste, was wir halt unterhalb von Schuldzuweisung die Leute als Lösung nehmen, der einfach mehr Probleme schafft, ist, sich zurückzuziehen. Zurückziehen hilft genauso wenig. Und danach kommt einfach ein Punkt, wo dann unwichtige Sachen extrem wichtig erscheinen. Die meisten Probleme, die Paare haben, oder die meisten Streitereien, die sie haben, betreffen Sachen, die überhaupt keine Wichtigkeit haben. Du hast die Teller nach links gestellt. Ich habe dir gesagt, nach rechts zu stellen. Du hast die Zahnpastatube irgendwie aufgelassen oder zugemacht. Und die ganzen, das sind ja klassische Fragen. Und man streitet sich fast ausschließlich nur noch über unwichtige Sachen, die jetzt enorme Wichtigkeit gewonnen haben. Manchmal ist die Arbeit so wichtig, manchmal ist die Sport oder halt dieser Hobby ist so extrem wichtig. Ich muss unbedingt mit Freunden irgendwie halt Motorradtour machen. Ich muss unbedingt was auch immer, meine Sportzeit ist irgendwie halt so unendlich wichtig. Die Frage ist im Endeffekt, was ist denn das Wichtigste im Leben? Ich habe auf fast allen Kontinenten Vorträge gehalten. Und am Anfang jedes Vortrages habe ich einfach die Leute gefragt, was ist das Wichtigste im Leben? Einer hat gesagt, okay, hier mein Auto, mein Geld und hier und da. Aber das, was auf allen Kontinenten immer wieder kam, kannst du dir vielleicht vorstellen, war Familie. Unabhängig davon gab es an der Harvard-Universität die längste Untersuchung an erwachsenen Menschen. Und man hat über 75 Jahre lang
die Menschen untersucht. Man hat angefangen, als sie dann 20 ungefähr waren, also die Hälfte waren Studenten an der Harvard, also denen ging es auch gut, und die Hälfte waren die Ärmsten aus Brooklyn. Diese Leute hat man 75 Jahre lang untersucht. Hat man ihre Familie untersucht, ihre Eltern, nachher ihre Partner und ihre Kinder. Die meisten von denen sind jetzt 95 Jahre alt und so weiter. Und was man festgestellt hat, ist, das Wichtigste, was sie alt und glücklich und gesund werden ließ, war nicht unbedingt, weiß nicht, Cholesterin oder sowas, sondern qualitativ hochwertige Beziehungen, wo sie sich verlassen können auf jemanden, aber auch jemand da ist, um den sie sich kümmern können. Das heißt auch diese gegenseitige Hilfe, wenn man so will. Das heißt, wenn das Wichtigste tatsächlich die Beziehung ist, weil wenn die Liebe nicht funktioniert, dann ist alles andere auch nicht so viel wert. Da weicht man ein bisschen ab. Und wenn man in diesen gelben Bereich reinkommt, unterhalb von Hilfe, werden diese Sachen einem auch nicht helfen, glücklicher zu werden. Man ist gewisser Art eingesperrt in einem Gefängnis. Und da ist das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr rauskomme. Wenn ich in diesem Bereich bin, von Schuldzuweisungen, sich zurückziehen und einfach unwichtige Sachen wichtig zu machen, dann drehe ich mich die ganze Zeit im Kreis. Und es ist vielleicht für mich selber unmöglich, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, aus diesem Gefängnis rauszukommen. Für jemand anders ist es vielleicht gar nicht so kompliziert. Der braucht einfach von außen den Schlüssel aufzudrehen und ich komme aus dem Gefängnis raus. Das heißt, das ist der Bereich, wo ich mich einfach immer wieder im Kreis herumdrehe und einfach nicht mehr rauskommen kann. Es geht aber noch schlimmer. Man muss sich das einfach teilweise so vorstellen. Nehmen wir an, mein Ziel ist, irgendwie halt in diese Richtung zu kommen. Aber da ist etwas Gefährliches da, also dieser gelbe Bereich, ne? Sowas wie ein Löwe oder was auch immer, der mein Leben bedroht. In dem Moment versuche ich als erstes vielleicht die Situation zu verlassen. So, ich gehe so weit zurück, bis einfach meine physikalischen Grenzen erreicht sind oder halt meine mentalen Grenzen erreicht sind. Manchmal ist das irgendwie, wenn ich im Job bin oder was, da habe ich dann sowas wie eine innere Kündigung. Wir haben einfach manchmal Paare, die zwar nebeneinander leben, aber die haben schon die Beziehung verlassen. Wenn ich jetzt vor diesem Löwen, vor diesem gefährlichen Situation irgendwie halt dieses verlassen habe, dann kann es sein, dass der Löwe mir hinterherläuft, dann versuche ich mich zu beschützen. Entweder versuche ich irgendwas irgendwie hinzuschmeißen, damit ich mich irgendwie beschütze, oder ich baue mir eine Mauer auf, oder ich versuche irgendwie halt die wichtigen Bereiche von meinem Körper zu beschützen. Das heißt, die einzige Lösung, die mir einfällt, die aber auch mehr Probleme schaffen könnte, ist zu beschützen. Und zwar vielleicht das zu beschützen, was wir bis jetzt erreicht haben. Wenn ich damit einfach nicht weitergekommen bin, was es irgendwie auch nicht hilft, weil es ist unterhalb von Hilfe, dann kann es sein, dass ich sage, okay, hier, ne, ich habe ja die Situation verlassen, ich habe mich versucht zu beschützen, das hat nicht geklappt, der Löwe nervt mich immer noch. Ich gebe einfach auf. Wenn der Löwe nett ist, dann frisst er mich auf einmal auf. Dann ist es alles gut. Wenn er aber nicht so nett ist, dann wird er vielleicht hier beißen, dann entzündet sich das, dann verhungere ich und die ganzen Geschichten. Das heißt, ich muss nur noch leiden und erdulden. Und das ist tatsächlich in einigen Kulturen tatsächlich auch so. Im Iran zum Beispiel darf die Frau, also ist rechtlich gar nicht möglich, dass die Frau eine Scheidung einreicht. Das heißt, auch wenn der Mann sie schlägt, geht sie zu ihrer Familie und fragt, okay, hier, was soll ich jetzt machen? Und die sagen, ja, das musst du halt aushalten.
Das heißt, schlimmer geht es immer. Und ich habe ungefähr 27 verschiedene Lösungsansätze, die mir Probleme schaffen, die alle nicht helfen. Aber unterhalb von Leiden und Erdulden kommt meistens keiner zu mir, weil er sagt, okay, hier, das Einzige, was machbar ist oder befriedigend ist, ist, dass ich leide und erdulde. Warum soll ich dann überhaupt irgendwas machen? Die Situation dehnt sich einfach nur mehr aus. Das heißt, ich leide und erdulde die Situation. Es kann sein, dass ich körperlich krank werde. Das kann sein, dass ich einfach beruflich einfach Schwierigkeiten bekomme. Das kann einfach zeitlich einfach sich in die Länge ziehen und dass einfach chronische Krankheiten bekommen. Und diese Situation, weil ich einfach machtlos und hilflos mich fühle, sprachlos fühle, kann ich auch selber nicht wieder in die Ordnung bringen. Das heißt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass es einem schlechter geht. Und die meisten Paare, wenn sie zu mir kommen, haben dann sowas meistens auch erlebt. Können wir damit übereinstimmen, dass wir eher das, was oberhalb von Hilfe ist, uns angucken werden und wie wir tatsächlich da rauskommen, anstatt dass wie es einfach schlimmer wird? Weil wenn es sich verschlimmern kann, ist eins sicher, die Situation verändert sich. Es war ja mal schön, es ist aber nicht mehr so schön, wie es mal war. Das heißt, es hat sich verändert. Und wenn es sich in eine Richtung verändern kann, kann es sich vielleicht auch in die andere Richtung verändern. Die Frage ist einfach, wird sich das verbessern? Weil nicht jede Veränderung ist eine Verbesserung. Und dadurch, dass wir die Straße nach unten kennen, kennen wir auch die Straße nach oben, sodass es sich verbessern könnte. Gucken wir uns mal genauer an, wie wir da ansetzen, um die Situation tatsächlich zu verbessern.